Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Willkommen zurück zu Mass Effect 2. TDFLP hier, euer G-Ding am Start. Wir haben letztes Mal unserer Meisterdiebin geholfen. Die Mission war richtig fett, muss ich sagen. Die hat richtig Bock gemacht. Und jetzt gucken wir mal auf unsere Galaxiekarte. Was wir als nächstes tun müssen, weil ich weiß nicht, was wir tun müssen. Wir müssen, ich glaube, noch zwei Personen rekrutieren. Und Treibstoffreserven bei 50%. Dann sind wir eigentlich, ich glaube, ziemlich gut dabei. Ich glaube, dann haben wir unser Team. Glaube ich. Weiß ich nicht. Mal schauen. Also wir müssen jetzt noch in die Zitadelle, das war gar nichts mehr. Wir müssen noch den Gefangenen rekrutieren und irgendwas Omega-mäßig, aber scheiße, wir rekrutieren den Gefangenen. Wir gucken gleich mal im Tagebuch, was wir noch für Quests haben. Gefängnis Purgatory. Ah, das ist Purgatory, okay. Alright. It's alright, it's alright, it's alright. Loyal. Okay. Wir nehmen den. Die war schon cool. Die hat schon coole Sachen drauf. Und wir nehmen die. Pyromunition. Rang erwerben, bitte. Dankeschön. Was kann er? Bei ihm ist es automatisch. Pyrostrahl, jawoll. Was hat sie noch? Hat sie noch was? Sie hat noch 4 Punkte, Alter. Krass. Automatisch. So. Gut, gut, gut. Ja, ja. Locust? Ja, das sollte er nehmen. Und sie auch. Ja, okay. Gut. Gut, 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 gut. Alles ist gut ausgerüstet. Sehr schön. Ach, Freunde. Das war ein klasse Radio, Entschuldigung. Willkommen auf der Purgatory, Shepard. Ihr Paket wird vorbereitet und Sie werden es in Kürze erhalten. Mein Paket. Es handelt sich hier um ein Hochsicherheitsschiff. Daher müssen Sie Ihre Waffen abgeben, bevor wir weitermachen. Ich werde eine Kugel abgeben. Wohin wollen Sie sie haben? Alles weggetreten. Commander, ich bin Direktor Kirill. Das ist mein Schiff. Sie erhalten die Waffen zurück, bevor Sie das Schiff verlassen. Bitte verstehen Sie, das ist unser Standardverfahren. Und mein Standardverfahren ist, die Waffen niemals abzugeben. Haben wir ein Problem, Krogan? Krogan. Unsere Einrichtung ist sicher genug, um mit 3 bewaffneten Gästen zurechtzukommen. Wir holen Jack aus der Kryo. Sobald die finanzielle Seite geklärt ist, können Sie aufbrechen. Folgen Sie mir bitte wegen der Übergabe zur Entlassungsstelle, Commander. Gehen wir. Zellenblock 2. Wie Sie sehen, halten wir die Population unter strikter Kontrolle. Jede Zelle ist eine eigenständige modulare Einheit. Ich habe zum Beweis mal ein paar durch die Luftschleusen geblasen. Das Schiff besteht aus 30 Zellblöcken wie diesem hier. Bei uns leben Tausende von Verbrechern. Wir können in kürzester Zeit die gesamte Anlage abriegeln. Hier geht nie etwas schief.
Machen wir weiter. Ich nehme an, es gibt kaum Ausbruchsversuche. Wir sind im Weltraum. Sie können nirgends hin, das wissen Sie. Dennoch lassen wir höchste Vorsicht walten. Schließlich handelt es sich um gefährliche Individuen. Wir haben viele Möglichkeiten, die Population zu kontrollieren. Ich lasse mir bestätigen, dass die Bezahlung durch Cerberus erfolgt ist. Die Entlassungsstelle ist einfach hier die Halle runter. Gehen Sie einfach in den Verhörzimmern und im Supermax-Flügel vorbei. Ich stoße später zu Ihnen, Shepard. Oh, Verhörzimmer hört sich interessant an. Purgatory. Interessantes Gefängnis auf jeden Fall. Kann ich etwas für Sie tun? Was immer er angestellt hat, er hat vermutlich noch viel Schlimmeres verdient. Mit Sicherheit. Ihr Paket bekommen Sie bei der Entlassungsstelle. Gleich hier die Halle runter. Hey, hey Leute! Wenn Sie Gefangene kaufen, wie wär's dann mit mir? Mann, mir ist egal, wo Sie mich hinbringen oder was Sie mit mir machen. Alles ist besser als das hier. Sind gekommen, um Jack zu holen. Jack? Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Mit Ihnen gehe ich nirgendwo hin. Ich muss jetzt gehen. Ich wünschte, ich könnte gehen. Harter Typ. Ich höre schon die Schreie. Halt's Maul. Zur Entlassung durch die Tür auf der anderen Seite des Raums. Nein, wir gehen erstmal woanders hin. Grüße. Das ist der Supermax-Flügel. Zutritt verboten. Okay. Zur Entlassungsstelle geht's zurück durch die Halle. Ja, wir verstehen. Kalt wie Eis. Der Doktore. Shepard hat wieder einen Krampf im Kopf. Er guckt wieder auf den Boden und so. Nach links. Diesmal ist die linke Seite. Tut mir leid, Shepard. Aber als Gefangener sind Sie wertvoller als Kunde. Lassen Sie die Waffen fallen und begeben Sie sich in diese offene Zelle. Ihnen wird nichts geschehen. Zur Hölle mit Ihnen. Und ich bringe Sie sogar selbst hin. Systeme aktivieren. Ach, Leute. Oh, ich habe jetzt sogar das eine. Das kann ich sogar einstellen. Oh shit, das ist ganz schön viel Damage, Alter. Passt schon mal auf, du Schlampe. Ich sei harmlos, nicht wahr? Verstärkung zur Entlassungsstelle! Shepard läuft! Da wollten die mich einfach klauen. Das gibt's ja gar nicht. Da wollten die den großartigen Meister Shepard einfach stehlen. Ich fall einfach hin. Das ist so hart. Ohne Probleme. Normal. Weiß ich, ist das Eis so gut? Ich nehme mal das Feuer wieder. Das Feuer hat eigentlich ganz gut gepasst gegen die Typen. Werden wir locker flockig? Oder ist das Eis doch gut gegen normale? Ich weiß es nicht. Untersuchen. Natürlich. Raffiniertes Element Zero. Oh, my brother, können wir etwa alle rauslassen? Öffnet man eine, öffnen sich alle. Wir lassen Chaos. Alle raus.
Es ist der einzige Weg, Jack da rauszuholen. Oh, jetzt will man alle auf. Ich mach schon. Bereithalten. Das ist Jack. Sieht fucking gefährlich aus. Wir müssen da runter. Was hat die gerade gemacht? Die ist einfach blau geworden und ist explodiert. Schwere Kämpfe, das kompliziert die Lage. Häftling könnte in Gefahr sein. Ich glaube nicht. Ich glaube, Häftling geht super gut. So wie das hier alles aussieht. Das sieht interessant aus. An alle Wachen! Ordnung wiederherstellen! Tödliche Methoden genehmigt! Aber nicht Check umlegen! Tödliche Methoden. Ausfall der Lebenserhaltungssysteme in den Sektoren 7, 9 und 11. Keine Überlebenden. Wow. Zumindest ist ihre Spur leicht zu verfolgen. Och, blockt mich doch nicht, Leute! Was kann die Blendgranate? War nicht so schwer. Hat nur ein bisschen Zeit gekostet. Der Direktor hat den Bereich hinter Ihnen abgeriegelt. Sie brauchen einen anderen Weg nach draußen. Ich will da gar nicht nach hinten. Ich will immer weiter nach vorne. Die Wache wurde von Gefangenen mit improvisierten Waffen überrannt. Er hatte keine Chance. Abriegeln der Blöcke 4, 7 und 8. 4, 7 und 8, Mama. Ja, das wäre diese Frau. Aber nein. Kann ich einfach so umkippen. Die ist viel zu mighty. Guck mal, die mucken einmal auf, ganzes Gefängnis geht down. Dumm einfach nur. Nein, eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Ich sehe gar nichts. Ich sehe brennende Menschen. Ja, das sah nicht nur so aus, das ist auch schmerzhaft bestimmt. Uiuiuiui. Mir Tech. Geh runter, Alter. Wie? Kann er da durchschießen? Kann someone explain? Can someone fucking explain? Logic in this game. Schieß einfach durch eine Wand. Mach auf, Alter. Nehme ich. Auf.
Jetzt siehst du mich nicht. Gut, der ist down. Sektoren 12, 14 und 30. Keine Überlebenden. 12. Neutralisiert. Einmal Regen. Fast jede. Aber warte, ich höre den Typen. Oh! Lauf, Bitches! Holy shit. Schild ist unten. Holy shit, war richtig schnell unten drauf. Der ist tot, der Idiot. Da kommt jemand. Ist die Alte jetzt gestorben, oder was? Nee. Hey, sie hat das Schild weggehauen. Good job. Fuck, guys, fuck einfach nur. Es geht hier richtig ab in dem Knast. Den knascht. Oh, yes. Der ist tot. You're damn right. Okay, scheiß drauf. Wir snipern. Verloren. Verlierst dein Downshield, Shepard. Oh yeah. Finden Sie Jack. Gib mir das. Alle Wachen zu Zellenblock 1. Wann safe? Hier gibt's wieder Money. Bestimmt gibt's hier Money. Money! Yeah, man. Credit switch. Der Boss! Sie sind wertvoll, Shepard! Wenn ich sie verkaufe, könnte ich leben wie ein König! Aber sie machen zu viel Ärger! Wenigstens kann ich Jack wieder einfangen! Glaub ich nicht. Sie sind ein mieser Sklavenhändler und ich habe dafür keine Zeit. Ich erledige die unangenehmen Sachen, die Regierungen abwälzen. Es ist zum Wohl der Galaxie. Zum Wohl von deiner Mutter, glaube ich. Wo ist der Spaß da oben? Schildgenerator. Wer schießt auf mich? Warte, irgendjemand hat auf mich geschossen. Das war sehr dumm von ihm. Man schießt nicht auf König Shepard. Oh, Scheiße! So, das war Nummer 1. Ich würde sagen, wir chillen kurz. In der nächsten Folge werden wir das entspannt, ohne Zeitdruck abschließen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.